Also, legen wir los. Was habe ich hier? Jetzt habe ich den Osmo Pocket aktiviert. Ohne Linse. Mit normalen Folgen. Und dann habe ich den DJI Insta360 kann ich hier nicht parallel laufen, der von daher filmt. Und aufnehmen tue ich jetzt mit dem Mikrofon da. Ja. Aber jetzt fahre ich los und dann rechne ich, dass wir ein paar schöne Aufnahmen machen kann. So. Und da stoppe ich auch noch ganz schnell. Machen. Auch mit dem Osmo natürlich. Da gestern hat irgendwie nicht so gescheite Aufnahmen gegeben. Muss man wiederholen. Aber nicht gerade am gleichen Ort. Jetzt würde ich da irgendwie Bachbett oder so etwas. Etwas schattiger, dass man auch noch etwas sieht auf dem Display. Das ist jetzt so ein bisschen meine Zielvorstellung. Und dann habe ich den ganzen Zauber mit, dass ich eigentlich nicht sofort, dass ich die Sachen noch etwas länger machen könnte. Jetzt habe ich hier das Zeug ein bisschen ummontiert. Jetzt ist der Osmo Pocket an dieser
neue Halterung, wo ich hier hinten am Sitz an den Kopfstützen befestigen konnte. Und hier sieht man vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich selber auch sehe. Ein Autofahrer. Vermutlich sogar Geschwindigkeitsüberschreitungen dabei und so Zeug. Mal schauen. Und zwar immer noch keine Zusatzlinse drauf. Da, wo ich jetzt hier durchfahre, ist die Strecke tief Richtung Stein. Da geht es in die Schwanen runter und hinten ziemlich steil dann wieder den Berg drauf bis auf den Stein rauf. Der Hügel aufgefräst sind. Da war irgendwie Solarschweiz oder so etwas. Es war schräges Wetter und ich bin so halb oben, weil mich das interessiert hat. Halb oben bin ich schauen und bin erstaunt, wie die da so schnell da auffräsen. Und ich dachte, ja, die kommen gerade so darauf. Ja, die kommen gerade so drauf. Ja. Dazu bin ich schauen. Abzweigen, dann komme ich in Rotbach runter. Und dort gibt es sicher noch ein paar Fotomotive. Dann kann ich eine Pause machen. Vom Auto ist jetzt etwa 60%, also nicht etwa, ist 60%. Da kann ich also locker noch ein bisschen oben fahren.
Zapfzweigen, das ist früher noch, also das ist so eine Abkürzung für Richtung Aslen rüber. Von da, wo es dann quer über den Bach geht. Da war früher noch ein grosses Kieswerk, das jetzt nicht mehr existiert. Aber sie haben jetzt so Event-Lokalität daraus gemacht. Da ist natürlich keine Hauptverkehrsstrecke da quer über hier, sondern eher so Schleichweg. Das Wasser kann man da nicht so richtig gut. Oder mal gut. Jetzt sehen wir dran am vorbei. Da. Haben wir hier noch alte Holzbrücke. Und hinten dran ist so ein Kies- und Steindepot. Ja, da finden wir schon etwas zu fotografieren. Hier. Ja, wunderbar. Was ist da? Der Hauptbach unten. Und hier schauen, ob ich ein paar Motive habe. Also, da sind ein paar Blätter angeleuchtet. Blenden automatisch sicher besser. Ja. Wieso? Und das ist gut. Ja, da. ...35mm kann auch schön heilen. Mache ich Schatten, das ist nicht nur anders schräg sein. Ein bisschen mehr zu. Zwei und ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen viel unterbelichtet. Hier sieht man.
Ja. Vielleicht. Auf diese Seite kannst du eben nicht folgen. Gell? Da ist auch etwas immer von oben an gegen den Uhrzeigersinn um den Osm herum, wenn man sich verfolgen lässt. Ich würde dann einmal mit Makrolinse ausprobieren. Ja, das am Stativ, dass ich das ein bisschen besser führen kann, aber das ist schwierig. Wenn man so ein Blatt und da Daumen hier aufnimmt, ist eigentlich nur der Schatten von einem anderen Blättchen. Nämlich den hier oben rein. Mit Zähne schneiden. Jetzt ist die Freewell-Weitwinkel zusätzlich noch drauf. Jetzt probieren wir da ein bisschen die Waldtür zu füttern. Da haben wir schon ein bisschen weniger Lichtkontrast als gestern. So, jetzt mache ich noch schnell ein paar Aufnahmen von dieser Brücke. Da ist gerade die Kantonsgrenze über den Bach für Innerrhoden und Aussenrhoden. Das habe ich gesehen in diesem Film. Auf dem Neimen. Kamera verschieben. Uff, wenn man das sieht, man kann aber nicht. Probieren wir dann einmal mit dem Verschieben hier auf dem Geländer. Oh, ich glaube, das haben wir schon gesehen. Nochmal. Ja, das waren jetzt die letzten Aufnahmen hier beim Rotbach unten. Das ist gerade der Grenzfluss zwischen Inner- und Aussenrhoden, Kanton. Ja, soll ich hier zusammenpacken und schauen, ob ich noch ein anderes Plätzchen finde. Thank you.
Also, meine Foti-Expedition ist vorbei. Jetzt schaue ich dann mal schnell, was für Material das ich einsammeln konnte. Ob das etwas geworden ist. Jetzt wollen wir da. Verfolgt mich da nicht. He? Nicht mitdrehen. Ja, jetzt. Hoppla. Jetzt sehe ich, was für Material das da rauskommt. Mal sehen.